und wir probieren heute TikTok-Hacks für Brookhaven aus. Ich habe mir ein paar rausgesucht und geliked und durch meinen TikTok gescrollt. Und meiner Meinung nach habe ich jetzt die besten paar gefunden, die es gab für Brookhaven. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, ob die funktionieren oder nicht. Und wenn ja, ob die useful sind. Und dann würde ich sagen, let's go. Teleport. Okay, unser erster Hack ist, wie man sich teleportiert in Brookhaven. First get an ambulance. Okay, wir kriegen... Then get a bomb and hold it in your hands. Rettungsauto, Bombe, Bombe in den Händen halten. After that, delete the ambulance and ambulance get this wieder bike. Weg. With this hack, Weiß you can also Fahrrad. Do a wheelie. Okay, wir können auch ein Wheelie machen. Super, es ist quasi ein 2 in 1. Okay, wir haben weiterhin die Bombe in der Hand. Das ist wichtig scheinbar. Then delete the bomb and get it back out and equip it. Then you will teleport to the movie place. Wir testen jedenfalls mal, ob der ganze Kram funktioniert. Okay, wir sind jetzt hier in Roblox. Sorry, ich werde jetzt meine Kamera nicht die ganze Zeit hin und her ändern, damit ihr die gleiche Perspektive habt. Irgendwie ist mein OBS gerade kaputt. Hoppala. Wir sind im Kino, wie der TikTok-Kamerad auch. Wir gehen raus. Wir holen uns einen Rettungswagen. Hier, zack, zack, zack. Rettungswagen, Rettungswagen, Rettungswagen. Hatte sie auch. Dann holen wir uns... eine Bombe. Zack, zack. Jetzt haben wir hier eine Bombe in der Hand. Dann Rettungswagen weg. Dann weißes Fahrrad, meine ich. Weißes Fahrrad. Okay. Erstes Problem, wir können schon mal kein Wheelie machen. Das gibt mir wenig Hoffnung für den Rest von dem Hack. Aber, ist okay. Wir löschen die Bombe. Wir löschen die Bombe. Dann sind wir wieder im Movie-Thing. Nein. Wir holen uns das Fahrrad wieder. Nein. Okay. Ich versuch's nochmal. Wir gucken uns nochmal das TikTok an. Wir gehen nochmal ins Movie-Theater. So, wir sind hier. Da. Ich gehe ein Stückchen weiter raus. Vielleicht geht es nur mit einem gewissen Abstand, okay? So, wir gehen ein Stückchen weiter raus. Er hat gesagt, zuerst Rettungswagen. Zack, 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 zack. Dann Bombe und halten wir in unserer Hand. Vielleicht muss ich auf dem Bett liegen. Aus irgendeinem Grund. Dann Bombe halten wir in der Hand. After that, delete the ambulance and get this bike. With this hack, you can also do a wheelie. Weißes Bike. Nach wie vor kein Wheelie. Wenig Hoffnung. Bombe weg. Und dann wieder rausholen und equippen. Und jetzt sollten wir... Das ist eine reine Lügerei. Es ist eine reine Lügerei. Hier, ich hab's gesagt. Es geht nicht. Also ihr könnt es gerne auch ausprobieren bei euch zu Hause. Aber das ist... der Hack funktioniert schon mal nicht. Herzlichen Glückwunsch. Wir probieren den nächsten. Okay, das nächste ist, wie man sich quasi den Rücken bricht. Also wie das so aussieht, dass wir uns den Rücken brechen. Okay, wir brauchen jemanden, der uns reinschubst. In... Okay, das sollte relativ einfach sein. Das sollte relativ einfach sein, da habe ich nicht so viel Prozess gesehen. Das kriegen wir hin. Okay, wir brauchen unbedingt jemanden, der hier mit uns sich auf das Ding legt, scheinbar. Kann ich das loslassen? Kann ich irgendjemand anderen da drauf? Oh, wir haben keine Roblox-Freunde. Okay, wir haben hier tatsächlich eine Situation, weil ich glaube, hier sind nur Russen auf dem Server. Und normalerweise sind oft Deutsche da. Deswegen habe ich gedacht, ich suche mir einfach jemanden, der mir hilft, der mich auf den blöden Ding schiebt. Aber jetzt kommt keiner und alle antworten mir nur in Russisch. Und ich kann nur begrenzt viel Russisch. Okay, scheinbar schwierig. Wir gucken mal, ob wir hier Leute finden, dann können wir den Hack noch machen, ansonsten suchen wir uns schon mal den nächsten. Okay, dann haben wir jetzt hier einen neuen. Den kann ich alleine machen, sehe ich hier. Oh cool, das ist auf Holländisch. Wir brauchen ein Skateboard oder auch nicht. Geh näher an den, was auch immer, ein Ziegen. Krankenhaus, wir gehen ins Krankenhaus. Okay, ich glaube, das ist wichtig. In die Nähe der... Oh, da sind wir schon. Da sind wir schon. Okay, zu der X-Ray-Maschine.
dann auf 0,5 klein machen und dann hinter dem X-Ray-Ding lang hüpfen in den kleinen Gang. Okay, und dann, drücken wir auf den blauen Knopf. Okay, okay, holt mich ab bis jetzt. Tada! Tada! Und dann können wir leuchten, dann glitzern wir. Virgie, neaty like an anti-vulgen. Alles klar, tipptopp, kriege ich hin. Wir sind bei der X-Ray Machine. Wir machen uns auf small. Dann gehe ich hier hinten lang. Oder ist der Gang? Da ist der Gang, da ist der Gang. Hier ist der blaue Knopf. Und jetzt leuchten wir. Wir können fliegen? Wie komme ich denn hier raus? Also abgesehen davon, dass ich jetzt hier für immer gefangen bin scheinbar. Wie komme ich denn hier raus? Help. Server Disruption Power Offline. Oh, ich kann mich garantiert zu einem Haus teleportieren, right? Quantum Entanglement Error. Ich kann mich nicht zu einem Haus teleportieren, kommt gerade rein. Schade. Okay. Immerhin, wir haben den Hack, der funktioniert. Ich weiß zwar nicht, wie man aus der Kammer des Schreckens da rauskommt, aber wir haben immerhin einen Hack, mit dem wir fliegen können. Mit dem nächsten können wir, glaube ich, auch im richtigen Spiel fliegen, wenn ich mich nicht täusche. Part 9. Okay. Wir sind da. Wir sind klein. Gunnar Motel. Nähe vom Motel. Packing Kamer. Was? Okay, Haus Nummer 3. And go auf die Bank sitzen. Auf die Bank setzen. Ich übersetze jetzt hier nur Freihand, mein Holländisch. Drop den up, Hatways. Drop den higher up. Okay, dein Haus wegmachen. Tada. Tada. Cool. Okay. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, was wir da geschaffen haben für eine Kreatur, aber ich bin jetzt hier bei dem Hotel, bei Haus Nummer 3. Mache ich mir jetzt hier eine schöne Bude. Zack, zack. Setze ich mich auf die Bank. Kickback drücken. Danach Haus vernichten. Tada! Honestly, ich bin mir halt. Was soll mir denn der Hack bringen? Ich dachte, jetzt laufen wir wenigstens lustig. Sobald wir hier rausgehen, laufen wir wieder ganz normal. Okay. Also der Hack funktioniert zwar, aber ist ein bisschen nutzlos. Von daher, gut, versuchen wir mal den nächsten. Ich habe Hoffnung für den nächsten. Okay, irgendwann finde ich hier einen Hack, der funktioniert und der was bringt. Okay, ich bin auf der Suche. Und zwar hier. So wird man ein Zombie in Brookhaven. Wir brauchen das gelbe Haus. Brookhaven meine ich natürlich. Gelbes Haus. Wir gehen zu der coolen Maschine. Okay. Das sieht einfach genug aus. Das kriege ich hin. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier erstmal ein schönes Grundstück. Hier zum Beispiel die 11. Die 11, die gerade weg ist. Die 16. Mein Lieblingsgrundstück. Hier, zack, zack, zack. Gelbes Haus. Dann machen wir uns schon mal auf eine normale Größe. Auf 1, auch bekannt. So, dann muss ich hier an die Maschine gehen. Play. Und jetzt muss ich mich smaller und dann wieder größer machen. Und dann soll ich rumlaufen wie ein Zombie. Wir können es gerne nochmal versuchen. Wir machen uns erst smaller und dann wieder größer. Und wenn ich jetzt weg... Hallo? Ist es ein Hack oder ist es ein Hack? Jetzt können wir uns noch grün machen und jetzt zack, zack. Sind wir quasi ein Zombie. Hey, ist richtig klasse. Ich kann damit rumlaufen. Guck dich das mal an. Ich kann hier meine Nachbarn gruseln. Hallo, Vetra Wobaiko. Guck mal hier. Bruh. Huhu, ich bin ein Zombie. Die ist gelaufen. Die hat nämlich Angst. Wisst ihr was? Das ist ein Hack. Der funktioniert. Klasse. Überzeugt mich. Holt mich richtig ab. Klasse. Nächster Hack. Okay, wie man fliegt.
Wir machen erstmal unseren Avatar auf klein, auf 0,5. Dann gehe ich in die Mitte zum Brunnen. Zu dem kleinen Square-Ding gesehen. Ah, okay, und wir wollen, dass es aussieht, als ob unser Charakter schwimmt. Und wenn ich das mache, kann ich fliegen und kann auch in die Luft? Okay, das sieht aus, als ob es ein bisschen Feingefühl erfordert, aber dadurch, dass ich hier am PC bin und nicht am Handy, ist es sicher ein bisschen einfacher. Wir sind hier schon da, wir machen uns jetzt klein. Lol, es gibt neue Hubschrauber? Okay, wir machen uns jetzt klein. Small. Dann ab zum Brunnen. Wo ist denn der Brunnen? Nein! Nein! Das ist Weihnachtsupdate. Der Brunnen ist ein Weihnachtsbaum. Ich kann es nicht machen, weil der Brunnen weg ist. Alles, was ich machen wollte, war fliegen. Alles, was ich wollte, war schön in Roblox fliegen. Und jetzt ist der blöde Brunnen hier ein Weihnachtsbaum. Das war ich frustriert. Keine von den Hexen, die ich gemacht habe, bis auf das Zombie-Ding. Und das mit dem grünen Raum hat bis jetzt funktioniert. Nichts funktioniert. Und alles andere ist kaputt. Entweder ich habe keine Freunde oder der blöde Brunnen ist weg und er ist jetzt ein Baum. Ah! Okay, der Zombie-Hack war cool, huh? Aber keine Sorge. Ich habe noch mehr Hacks rausgesucht. Sicher wird der nächste klappen. Wir haben jetzt hier wieder das kleine Mädchen. Die Holländerin. Ah, der Friedhof. Begrabplan ist wahrscheinlich Begrabplatz oder sowas. Hier lernen wir noch richtig was. Okay, wir gehen zu dem einen holländischen Ding. Auf die Kiste drücken. Und dann? Also ich bin mir nicht sicher, ob die kleine Holländerin hier an was dran ist oder nicht. Oder ob ich es jetzt einfach nicht ganz mitgekriegt habe, was hier wirklich passiert. Aber das ist überhaupt gar kein Problem, denn wir werden es herausfinden. Okay, da ist der Friedhof. Hier ist der Friedhof. Wir sind da, wir gehen zu dem Grab, in das sie gesagt hat, was wir rein sollen. Wir zoomen ran. Vielleicht brauche ich Kopfhörer. Okay, ich setze einen Kopfhörer auf für den Kram hier. Damn! Das hat funktioniert! Wir haben coole Klopfgeräusche gekriegt aus dem Sarg raus. Was ja auch was Schönes ist. So, das war's mit TikTok-Hacks. Die Hälfte hat funktioniert, die andere Hälfte nicht. Ihr könnt mir gerne schreiben, was euch am besten gefallen hat oder ob ihr noch andere Hacks habt. Dann kann ich das gerne auch nochmal probieren. Vielleicht gibt es noch Weihnachtshacks, die statt dem Brunnen funktionieren. Who knows? Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Tschüss!